Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute. Ah ja. Die Bundespolizei in Hannover hat einen Migranten mit gefesselten Füßen über den Boden geschleift und einen anderen gezwungen, Schweinefleisch zu essen. Können bei Tönnies anfangen, die Jungs. Außerdem ist es ein ganz alter Schinken, denn 2015 monierte das der Menschenrechtskommissar der EU, also Gewalttaten, Beleidigung und Racial Profiling bei der deutschen Polizei. Deshalb forderte er eine professionelle, tiefgehende Untersuchung des Ausmaßes dieser Praktiken. Also eine Studie. Innenminister damals, Thomas de Maizière. 5 Jahre drauf schimpft die Europäische Kommission gegen Rassismus, dass nichts passiert. Der Menschenrechtskommissar war doch schon 2015 besorgt über rassistisch motiviertes Verhalten und man rufe die Behörden jetzt aber bitte mal dringlich auf, diese Studie durchzuführen, die das analysiert. Innenminister jetzt, Horst Seehofer, unser prominentester Studienabbrecher. Klar, Kollegin von der Justiz, Lambrecht will die Studie, ist aber nicht zuständig. Horst Seehofer will die Studie nicht, ist aber auch nicht zuständig. Kleine Überraschung, man kann als Innen- oder Justizminister auch nicht alles wissen oder gar das Grundgesetz gelesen haben. Da steht nämlich drin, die Ausübung der staatlichen Befugnisse ist Sache der Länder. Das heißt, die Studie betreffe sowieso nur die Bundespolizei, die sitzt direkt bei Hotte, also nur knapp 40 von 250.000 Polizisten. Riesenwirbel um eine Nichtstudie und die Minister können sich darauf 5 Studienjahre für die Rente anrechnen lassen. Das war's in aller Kürze. Bitteschön. Danke! Hey, genau. Es ist irgendwie steril immer, diese Menschenrechtsthemen. Ne? Da fehlt ein bisschen die Stimmung. Lernen wir von Sky Stadionstimmung per Knopfdruck. Und meine lieben Sportsfreunde, es ist soweit. Hier kommt das packende Finale. Horst Seehofer gegen die Polizeistudie. Und los geht's. Irgendein Menschenrechtshampel forderte schon vor Jahren eine Studie über Polizeirassismus. Seehofer lässt das sauber abtropfen und auch der zweite Ball geht ins Aus. Dann quatscht irgendeine Studienfreundin dazwischen. Aber Horst blockt souverän ab. Abpfiff, Endstand. Oh, und jetzt, jetzt müssen wir leider ausblenden, denn ich sehe gerade da hinten im linken Fanblock ganz hässliche Szenen. Die Polizei muss ins Stadion und ein paar Ausländer verprügeln. Diese Bilder wollen wir Ihnen nicht zumuten. Zurückbleiben, bitte. Ja, wenn man die Leute jahrzehntelang so anbrüllt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn sie dann irgendwann ein bisschen zurückgeblieben wirken. Das merken die Berliner jetzt, beziehungsweise erstmal ihre Spitzenschaffnerin. Hallo, mein Name ist Sigrid Nikuta. Ich bin die Chefin der BVG hier in Berlin. Ja, mach doch nichts. Trotzdem läuft es hier eiskalt den Rücken runter. Wow. Als sie neulich in der Linie U2 mit anhören muss. Hallo, hier spricht Dieter Hallervorden. Und die nächste Station ist Mohrenstraße. Bah, widerlich. Es geht überhaupt nicht. Das ist menschenverachtend. Sofort umbenennen. Also in Palim Palim oder in Didi, aber doch nicht Dieter Hallervorden. Ekelhaft. Aber die brav zurückgebliebenen Berliner verstehen mal wieder nur Bahnhof und wollen den umbenennen. In seiner Geschichte hieß der U-Bahnhof schon nach dem Kaiser, Kriegstreiber, nach Thälmann, Kommunist, nach Grotewohl, SED-Schurke. Und wer jetzt 91 noch auf die Idee kommen konnte, ihn dann wieder Mohrenstraße zu nennen, das weiß der Neger. Auch die Wodka-Idee der BVG, jetzt Michail Ivanovich Glinka zu ehren, muss abgelehnt werden. Der Komponist soll Antisemit gewesen sein. Die BVG gibt sich dann inzwischen wieder offen und freut sich auf ihre Vorschläge. Etwa Wechselschurkinnenbahnhof. Oder ich spiele jetzt so lange einen Roxy-Music-Klassiker, bis ihr Google-Übersetzungsautomat raus hat. Sagen Sie nicht, der Übersetzer hätte gesagt, das Lied heißt Neger wie diese. Übrigens ein massiver Hinweis auf unsere seit Folge 48 ungelöste Challenge. Wie heißt die 1973er B-Seite?
Ja, heute gibt es schon 49 Euro von Jürgen Ulz. Der kann sich ja schließlich auch noch einen Zahnarzt leisten. Beziehungsweise dann nicht mehr, Jürgen. Armer Kerl.